Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2 zum dritten. Ja. Ich habe mir wieder ein paar Aufnahmeschwierigkeiten, aber das hat ja schon gewohnt. So, deswegen stehe ich jetzt hier auch gerade etwas komisch, ist noch von der letzten Folge. Da bin ich hier einmal ein Stück zurück und dann da rein. Ja, wir fahren heute auf der Linie 11 von Finken ZOB nach Freienfelde auf der Map Finken Version in einem Solaris Rubino 18 von Altair. Und ja, in einer halben Minute geht es los. Die Linie dauert ungefähr 15 Minuten. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe schon wieder vergessen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tagesfahrt, dankeschön. Hallo. Guten Tag. Und das Tolle ist ja noch, ich habe gerade eben vor einer halben Stunde noch dran gedacht. Also jetzt kein Witz mehr. Also ich habe jetzt vor einer halben Stunde dran gedacht. Stimmt, ich wollte ja in diesen KI-Charaktere-Mod noch die ganzen Linien einfügen. Damit ich fürs nächste Let's Play auf jeden Fall den wieder drin habe. So, jetzt mache ich das nächste Let's Play. Ungefähr eine halbe Stunde später. Und ich hab's trotzdem nicht drin. Da ist mal wieder typisch. Ich müsste mal ausprobieren, wenn ich jetzt zum Beispiel alle, also in meinem Ordner jetzt alle Maps markiere und dann die Datei da rüberschiebe. Also die TXT-Datei für in den Map-Ordner. Ob der die dann in alle einfügt oder trotzdem nur in eine. Das müsste ich mal ausprobieren. Mein Lenkrad könnte ich auch mal wieder abstauben hier. Kleiner Hubbel drin, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin hier auf Finken 2 schon lange nicht mehr gefahren. Ja. Und ich hoffe, dass es noch besser wird, weil das hier sieht mir bis jetzt nicht besonders einladend aus. So, jetzt werden wir gleich hier wieder schöne Nachladeruckler drin haben. Jetzt auch schon drin haben. Hey, ihr seht vor uns, die Map ist noch gar nicht geladen. So, müssen wir jetzt hier hin. Nach links. Na gut, dann kann es uns egal sein, dass da vorne noch nichts geladen ist. Jetzt ist aber geladen. So, jetzt haben wir hier wieder Busspuren. Ja. Eigentlich unnötig, aber gut. Wenn eine da ist, dann nutzen wir sie auch. Der hält für uns auch sehr nett. Nächste Haltestelle. Roßlauer Straße. Ja, die Ansagen nicht so überzeugend, aber immerhin sind welche drin. Fahrschein bitte. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass wenn die Kamera wieder ein bisschen flüssiger aufnimmt. Bei den letzten Folgen, da war irgendwie Dankeschön. Und jetzt ist so Ruckler drin. Ich hatte zuerst gedacht, ich hätte vielleicht irgendwie die FPS zu niedrig gestellt. Habe ich gesehen, dass ich das auch irgendwie auf 15 FPS eingestellt hat. Das ist wenig, ja. Aber 15 FPS sind immer noch mehr wie das, was er letztendlich aufgenommen hat. Dann habe ich es auf 30 FPS umgestellt und im Train Simulator hat das dann jemand angemerkt.
Aber da wusste ich dann selber nicht mehr genau, ob das jetzt vom TS selber kam oder vom Aufnehmen. Weil die letzten Folgen im TS, beziehungsweise das Szenario auf der Moselstrecke, das war von der Performance her sowieso nicht ganz so prickelnd. Wie immer bei meinen Szenarios. Weil ich einfach zu viel KI-Verkehr da einbaue. Nächste Haltestelle. Elisabethbrücke. Hallo. 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 Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Bitte schön. Hallo. Ja, Schüler. Danke. Bitte. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein. Bitte schön. Ja, also jetzt sieht es ja schon mal etwas besser aus. Nächste Haltestelle. Frankenplatz. Zugang. Frankische Stiftung. Historische Schulstadt von europäischem Rang und kultureller Bildungskosmos. Umsteigemöglichkeit zur Linie 24 in Richtung Universitätsklinikum Finken. Ausstieg an der Haltestelle Vereinigte Staatenstraße. Ja, guten Tag, Kollege. Schöner Bus. Oh, blödes Lenkrad, ey. Hallo. Ja, hallo. Ja, ihr wollt eine Fahrkarte hier, oder was? Irgendwann wollte ich mal vielleicht noch ein Foto machen. Unsere Linie ist nicht so lang, müssen wir die Zeit irgendwie nutzen, beziehungsweise die Gelegenheit nutzen. Bei Verspätung wollen wir auch keine haben. Ja, komm, beruhig dich wieder. Auch interessant, dass es am ZOB Finken flüssiger gelaufen ist, wie hier an der Stelle. Ja, warum da jetzt zwei Lampen auch sind, keine Ahnung. Vor allem auch noch zwei unterschiedliche. Keine Ahnung. Ja, hier um sie. Loading AI. Also ich würde mich jetzt wirklich mal freuen, wenn langsam wieder was Neues vor um sie kommt. Wir sitzen ja hier schon seit mehreren Monaten auf dem Trockenen. Ja, das einzige Neue, was bis jetzt kam, war halt der Citaro Ü, der aber meiner Meinung nach Schrott ist. Oh, hoffentlich ist die Musik da GEMA frei. Die kommt von da hinten irgendwo. Ne, von dem Platz da vorne kommt die. Aber sie muss, wahrscheinlich ist sie GEMA frei, weil sonst wird sie ja hier nicht mit der Map mitgeliefert werden. Hab ich eigentlich schon die Anlage jetzt gespielt? Nein, hab ich nicht. Nächste Haltestelle. Medivi-Platz. Veranstaltungsort
von Konzerten des amerikanischen Musikers Matt Eby und Austragungsort des Finkener Rock Festivals. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Also, da ist scheinbar ein bisschen bearbeitete Version. Ach, hier war mal die Tür zu, fahr weiter. Icing only for you. Ja, das ist schön. Nächste Haltestelle, Hallische Straße. Ja, also auf dem Teilabschnitt hier sieht die Map doch schon etwas freundlicher aus, wie gerade eben. Ja, warum sind die FPS hier so schlecht? Verstehe ich nicht. Und gerade eben am ZOB hatte ich 20. Ich glaube wirklich nicht, dass das da... Nein. Ich kann es nicht ändern. Also wenn ihr ein bisschen Musik hören wollt, dann stellt euch mal mit dem Bus hier an den Matty B Platz. Ja, ich würde jetzt gerne mal weiterfahren hier. Okay, sag mal, haben die hier noch Aufenthalt oder was? Ja, wir haben hier Aufenthalt bis 51. Ups. Warum wird die Ampel hier nicht grün? Hat er immer noch nicht gecheckt, dass wir hier sind. Das A leuchtet ja auch immer noch nicht. Ich will einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach gleich. Haben die hier eigentlich eine? Doch, die haben hier eine Ampel. Warte einfach mal, bis die rot wird. Jetzt wird die rot. Müssen wir jetzt eigentlich grün kriegen? Kriegen wir aber nicht, deswegen fahren wir da immer. Hat hier irgendwie noch ein Bug zu sein. Die scheinen nicht zu funktionieren. Die Ampel. Vielleicht sind wir von der Musik weg. Endlich sind wir jetzt weg von dieser Musik, ganz ehrlich. Ich bin wirklich mal gespannt, ob ich da nachher irgendwie eine Nachricht bekomme. Weil mittlerweile ist es ja so, dass man die dann, dass dann da ja nur die Meldung irgendwie kommt und nur wenn dann der Autor der Musik oder des Videos, je nachdem, dann da Einspruch erhebt, dass man dann das Video löschen muss oder so. So war es bei mir zumindest mal. Wird es weit, ist weit auch schon wieder länger her. Ja, ich muss natürlich hier die Feuerwehr noch draußen vorbeifahren. Also nicht vor meinem Haus, aber wir sind schon wieder zu früh losgefahren. Nächste Haltestelle. Gleich dran denken. Salzstraße.
Dann haben wir wenigstens Zeit für ein ordentliches Bild zu machen gleich. In diesen 2,5 Minuten, die wir zu früh sind. Ja, sogar mit Busspur. Salzstraße. Erinnert mich an eine Lehrerin, die wir in Musik hatten. Ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das war nicht ernst. So, willst du jetzt mal hier... Danke. So. Ja, irgendwie ein bisschen... Ja, das wollen wir jetzt nicht im Bild haben. So vielleicht. Hat er ein Bild gemacht? Nee, jetzt hat er ein Bild gemacht. So. Jetzt haben wir immer noch 1,5 Minuten. Das ging schneller wie gedacht. Ja, gucken wir uns doch einfach mal hier den Innenraum noch ein bisschen an. Ja. Scheint hier irgendwie noch so eine Haltestelle zu sein, habe ich persönlich noch nicht gesehen, da ich erst einmal mit so einem Bus gefahren bin. Beziehungsweise generell erst einmal mit einem Solaris gefahren bin. Und das aber auch nur eine kurze Strecke. Da hatte ich nicht so die Zeit, mir den Bus genau anzugucken. Gucken wir sogar mit ZF-Radkappen. Ja, Solaris Urbino. Dackel unter den Bussen. Genau. Ja, ist ein schöner Bus eigentlich. Und vor allem hat er auch viel Licht. So, jetzt kann ich hier noch irgendwo die Nebelscheinwerfer einschalten. Ja, also ne? Macht hell. Wenn ich das wieder alles ausschalte hier. Rollstuhlrampen können wir natürlich auch ausfahren. Hinten natürlich auch. Komm nicht eigentlich. Okay. Das funktioniert also auch. Ganz hinten kann man nicht einsteigen. Na, so würde ich mal sagen, fahren wir weiter. Ja, ich hoffe auch, dass euch die Trainspotting-Woche gefallen hat. Ich weiß ja nicht, ob wie das so hier auf dem Kanal genauer aufgeteilt ist, welche Personen da was gucken, ob hier welche wirklich sind, die sich halt nur für die Let's Plays interessieren, beziehungsweise für alle Let's Plays oder nur für Omsi Let's Plays, nur für Train Simulator Let's Plays, oder ob hier auch welche sind, die sich für Let's Plays und Trainspotting interessieren. Das wird natürlich auch ein Großteil sein, der sich nur für die Trainspotting Videos interessiert. Ja, ich kann hier auch nochmal auf meine Website hinweisen. Dort findet ihr immer die neuesten Infos. Ihr habt auch schon dort Infos zur Trainspotting-Woche erhalten. Beim letzten Mal. Nächste Haltestelle. Und, Straße des Friedens. Ups. Nächste Haltestelle. Freienfelde. Diese Fahrt endet hier. Ja, dort findet ihr auch den Sendeplan und auch immer aktuelle Infos zu Ausfällen etc. Und dort seid ihr dementsprechend immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge und ja, auch zum Thema Trainspotting ist dort etwas enthalten. Dort findet ihr immer die neuesten Bilder, oft schon bevor sie irgendwie auf Google Plus oder ja, erst recht nicht in Videos erscheinen. Das heißt, ihr seht immer schon,
meine neuesten Sichtigungen. Und ja, vieles mehr findet ihr auch dort. Schaut doch einfach mal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe gerade noch so ein schönes Plakat gesehen. Steht am ZOB auch eins hier von 3D-Zug. Wochenausflug in die Alpen. 9,95 €, das ist jetzt entweder ein Szenario oder so ein Szenario-Paket. Und ja, dafür 10 € zu bezahlen, das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Deswegen habe ich eigentlich auch keine Sachen von 3D-Zug. Die machen tolle Sachen, ganz klar. Aber die verkaufen ja einen Wagen für 5-6 €. Einen Wagen, ja. Und dagegen muss ich dann wirklich sagen, dass DTG noch billig. Ja, also da kriege ich ja, wenn ich mir da eine Lok kaufe, ne? Sag ich jetzt mal, da zahle ich das Doppelte, habe aber die Lok mit Wagen dabei. Und das lohnt sich dann für mich eher. Weil wenn ich mir zum Beispiel eine Strecke kaufe, zahle ich 30 € und habe ich mehrere Loks und mehrere Wagen normalerweise. Ja, aber ich möchte jetzt hier auch nicht noch zu viel darüber reden. Wir sind hier im Omsi, nicht im Train Simulator. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.